Weihnachtsstress kann man sich bekanntlich ja wegen allem möglich machen. Geschenke, das richtige Essen, wer soll von der lieben Verwandtschaft zu Besuch kommen. Aber Stress von Berufswegen haben jetzt vor allem die Paketzustellerinnen und Zusteller. 40% mehr Sendungen als normalerweise. Wir haben einen Zusteller im Westen Kiels begleitet und hier ist der Bericht. Pakete, Pakete und nochmals Pakete. Ordnung tut jetzt Not. Auch in den Wochen vor dem Fest soll es möglichst nicht länger als 3 Tage dauern, bis die Sendungen ihren Empfänger erreicht haben. Natürlich ist jetzt natürlich viel mehr Aufkommen an Paketen, aber irgendwie kriegen wir das jedes Jahr gewuppt. Über 7000 Pakete sind es in Kiel-West jetzt täglich. Da wird wirklich jede Hand gebraucht. Wir haben allein in Schleswig-Holstein 400 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt, die jetzt zusätzlich dabei sind und mitarbeiten. Wir machen das teilweise auch so, dass Leute aus der Verwaltung mithelfen. Große Pakete, kleine Pakete und das alles im Eiltempo. Schnell sind die ersten Sendungen zugestellt und wenn dann wieder mal niemand da ist, hilft hoffentlich die Nachbarin. Moin Moin, darf ich das für Frau Carreras hier lassen? Ja, klar. Super, danke schön. Danke. Schönen Tag. Tim Stoltenberg ist froh, wenn er möglichst viele Pakete persönlich zustellen kann. Und in der Vorweihnachtszeit gibt es sogar ab und an eine nette Überraschung. Moin. Das ist einmal für Sie. Also das ist der tollste Paketzusteller, den wir je hatten. Aber wissen Sie was? Ich habe für den netten hier schon meinen Umschlag liegen, aber den kriegen Sie jetzt. Oh, das ist ja lieb. Da freue ich mich richtig. Vielen Dank. Und weiter geht's. Schließlich müssen bei dieser Tour über 200 Pakete ausgeliefert werden. Also du fällst abends schon tot ins Bett und magst nicht mehr wirklich was machen. Auf die Couch, ein bisschen Fernsehen und dann ab ins Bett was essen. Und den nächsten Tag auf ein neues, ne? Feierabend hat Stoltenberg diesmal gegen 16 Uhr, also nach gut 10 Stunden Dienst. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.